Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu eurem Wochenausblick in die Energien für diese Woche. Schön, dass ihr da seid, schön, dass du da bist. Ja, wir hatten jetzt ein ganz besonderes Datum die letzten Tage, nämlich den 11.11.2018. Und 2018 ergibt ja in der Quersumme auch die 11. Wenn du dich für Numerologie interessierst oder auch so nach Portaltagen schaust, Portalzeiten, dann ja, würde das wahrscheinlich aufgefallen sein, dass das ein besonderer Tag gewesen ist. Für mich war es so, dass ich morgens aufwachte und so das Gefühl hatte, ja, also an diesem Tag wird sich ein Zugang öffnen zu einer Energie, zu einer Kraft. Und ich habe in mein Herz gefragt und gefragt, ja, was für eine Energie kommt jetzt auf die Erde oder mit welcher Energie wollen wir Menschen uns jetzt auch kollektiv verbinden? Was ist gerade dran? Wofür ist die Zeit gekommen? Und mein Herz hat prompt geantwortet und gesagt, es ist Zeit für reine Liebe. Es ist Zeit für reine Liebe. Und in diesem Sinne ist heute auch ja, das Wochenorakel gestaltet. Ich habe heute Runen gezogen und unter jeder Rune findet sich eine Karte mit einer Botschaft. Du kannst dich ganz intuitiv hineinspüren, welche dieser Karten dich anzieht. Ich würde dir auch sagen, welche Runen hier drauf liegen und zwei ja, Stichworte geben, wofür diese Rune steht. Wenn du jetzt so im ersten Gefühl nicht genau weißt, für welche Karte du dich entscheiden magst. Ja? Dann würde ich dir jetzt im nächsten Schritt einfach die Runen vorlesen, sagen, zwei Stichworte nennen, wofür sie stehen, wofür diese Rune steht und vielleicht gibt dir das dann mehr Anhalt, welche Karte für dich richtig sein könnte. Wenn du auch dann noch nicht genau weißt, welche Karte deine sein könnte, dann schau dir einfach alle drei an und fühl in dein Herz. Ja, du wirst spüren, wo du in Resonanz bist. Und Resonanz ist nicht nur da, wo dein Herz aufgeht und du freudig wirst und das Gefühl hast, ja, endlich, das habe ich mir schon immer gewünscht, dass diese Botschaft jetzt kommt. Resonanz ist auch da, wo dein Herz vielleicht eher zugeht, eher wehtut, eher eng wird und wo du merkst, ja, okay, hier passiert gerade was in mir. Das bewegt mich, das berührt mich, auch wenn es mich vielleicht gerade eher traurig, eher eng macht. Aber auch das ist eine Resonanz, auch das ist dann ein Hinweis darauf, dass es sein könnte, dass bei dieser Botschaft jetzt für dich einfach, also dass es für dich gut wäre, in diese Botschaft mal wirklich reinzufühlen, reinzulauschen, ja, und zu schauen, wie diese Botschaft dir helfen kann, an diesem Punkt deines Lebens, wo du gerade stehst, noch mehr reine Liebe erfahren zu können. Und sei es in einem bestimmten Lebensthema. Vielleicht gibt es wirklich gerade ein Thema, wo du merkst, ja, das, also da habe ich gerade das Bedürfnis, dass sich da etwas wandelt. Da möchte ich einen Shift haben, da möchte ich einen Sprung nach oben haben. Ja. Ein Sprung in die Liebe hinein. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass sich dann einfach dieser Lebensbereich für dich leichter, freudvoller, auch balancierter anfühlen darf. Dass alte Verletzungen auch gehen dürfen, auch geheilt werden dürfen. Und weißt du, ich habe jetzt vor ein paar Tagen das Monatsorakel für November hochgeladen. Und wie das bei diesen großen Monatsorakeln so ist, kann ich nicht immer jede einzelne Karte durchgehen. Das möchte ich auch nicht, denn ich deute ja die großen Kartenbilder dafür, um auf eine bestimmte Grundessenz und Grundaussage zu stoßen. Ja? Und oft ist es so, dass diese Grundaussage auch durch viele Karten unterstützt wird. Also ich muss gar nicht jede einzelne deuten, weil sich das sonst einfach wiederholen würde. Entschuldigung. Und etwas, was ich nicht genannt habe, aber was mir jetzt gerade so reinploppt intuitiv, dass das hier auch mit wichtig ist, ist das Wort Verrat. Im Monatsorakel November liegt die Schlange auf Kopf im Haus der Sense. Ich hoffe, ich erinnere mich jetzt richtig.
Aber ich gehe gerade ganz stark davon aus, dass es so ist, wie ich das gerade reinbekomme. Also, die Schlange liegt auf Kopf im Haus der Sense. Sense ist eine Karte, die ich oft auch in Bezug auf Beruf und Berufung nehme und danach schaue, aber auch überhaupt im Sinne deiner Handlung. Ja? Wie handelst du im Leben? Wofür setzt du deine Kraft ein? Worin investierst du deine Kraft? Ja. Sense ist aber auch eine Karte, wo es darum geht, wirklich jähe Unterbrechungen einzuleiten. Das kann jetzt auch negativ sein, ja, dass es einen Cut gibt im Leben, der einem auch wehtut, wo man auch vorsichtig sein muss. Aber ja, ihr wisst ja, wenn ihr schon ein paar meiner Orakel gesehen habt, ich deute die Karten ja gerne eher im Sinne, dass das Glas ist halb voll. Also wenn es einen Cut gibt, dann in einem guten Sinne und man sollte da keine Angst vor haben. So, und jetzt haben wir im Haus der Sense im Monatsorakel November die Schlange auf Kopf gehabt. Übrigens, das Video zum Monatsorakel ist am Ende dieses Videos angehangen. Ich tue es, denke ich, auch mal in die Beschreibung rein. Da kannst du, wenn du magst, auch einfach hineinschauen. Ja? Die Schlange auf Kopf im Haus der Sense. Es geht darum, dass Handlungen, aber ich würde das jetzt auch noch mal weitergreifen, auch Lebenseinstellungen, Muster beendet werden, mit denen du dich bisher selbst verraten hast. Und ich sage es nochmal anders, dass Handlungen, Lebenseinstellungen und Muster beendet werden, mit denen du die Liebe in dir, die Liebe in deinem Leben verraten hast. Das klingt jetzt ein bisschen hart. Aber was passiert, wenn wir diesen Satz mal ganz ehrlich und auch sanft an unser Herz nehmen? Ist es nicht so, dass eigentlich jeder Mensch das kennt, dass es irgendwie in irgendeinem Bereich des Lebens ja einfach Handlungen gibt, wo man sich selbst übergeht, auch übergangen ist, wo man nicht aus der Liebe gehandelt hat? Schon gar nicht aus der Liebe zu sich selbst, weil man es sich nicht getraut hat, nicht erlaubt hat, ja, wo man vielleicht eher für andere da war, ja, wo man versucht hat, in Liebe für andere da zu sein und dadurch vergessen hat, in Liebe zu sich selbst da zu sein, ja, oder wo man sehr andersrum, wo man sehr auf sich selbst fokussiert war, aber dadurch vergessen hat, in Liebe auch für andere da zu sein. Also wie auch immer, wo in deinem Leben darfst du jetzt aufhören, die Liebe zu verraten? Im Bereich Partnerschaft. Gibt es da Handlungen, Einstellungen, die nicht im Sinne der reinen Liebe sind? Und es geht jetzt nicht um Schuld, sondern es geht nur um ein Ehrlichsein. Und wenn es das gibt, dann sage ich dir, ist jetzt die Zeit, und zwar durch diesen Portaltag 11.11.2018, angestoßen, wirklich geöffnet, das ist jetzt eine Chance, ist jetzt eine Zeit, da ganz ehrlich hinzuschauen und zu sagen, ja, ich nehme das wahr und ich bin jetzt bereit, diese Handlungen, diese Muster, diese Denkweisen, diese alten Erfahrungen abzuschließen, zu lösen, zu heilen und noch mehr reine, pure Liebe in meine, zum Beispiel, Beziehung zu bringen. Gleiches Thema, Beruf, Berufung. Wo übergehst du dich oder bist du dich vielleicht in der Vergangenheit übergangen, ja, um einen bestimmten Job zu machen? Das sind jetzt alles nur so Gedankenbeispiele, ja, weil ich dir erklären will, was ich damit meine, sich selbst bzw. die Liebe zu verraten. Das sind jetzt so Fragen, die dürfen jetzt aufploppen, die ploppen vielleicht auf, ja. Und das bleibt es auch vor keinem Lebensbereich stehen, ja. Es geht wirklich bis hin zu Persönlichkeitsentwicklung, Heilung, inneres Kind, auch körperliche Themen, ja, gesundheitliche Themen, auch ganz Banales wie vielleicht Alltagsverhalten, ja, Ernährungsmuster, ja. Das können auch Kleinigkeiten sein, die
ja, vielleicht auch gar nicht jetzt so dramatisch sind, aber wo du merkst, nein, du möchtest da jetzt mehr Liebe, mehr Achtsamkeit, mehr Bewusstheit reinbringen. Es ist jetzt Zeit, zum Beispiel vielleicht mit mehr Liebe, mehr Achtsamkeit zu essen. Oder mit mehr Liebe, mehr Achtsamkeit den Weg zu deiner Arbeit zu gehen. Und so weiter und so fort. Ja, also du kannst jetzt mal schauen, einfach in dich reinspüren, ja, immer in deinen Herzraum spüren, was da jetzt für dich anklingt, was dir jetzt für eigene Ideen kommen. Oder eben, wenn jetzt gerade in dir eher Leere ist, so in den nächsten Tagen, aber vor allen Dingen diese Woche zu schauen, was kommen dir für Ideen, was kommen dir für innere Herzenswünsche, wo möchtest du jetzt mehr Liebe erfahren, aber auch selbstbewusst einfließen lassen. Ja? In dieser Woche werden dir da wirklich Ideen kommen und auch ja, innerer Anstoß, innere Motivation, das jetzt anzugehen und da Wege und Lösungen zu finden. Ja, in diesem Bereich, in dieser Idee, in diesem Gedanken mehr Liebe, mehr Bewusstheit hineinzubringen. Und jetzt würde ich sagen, sage ich dir kurz, wofür die Runen stehen. Ich habe es mir aufgeschrieben, denn ich kann mir die Runen immer gar nicht so gut merken. Das sind immer so viele Symbole. Und ich würde dir jetzt einfach zu jeder dieser drei Runen den Namen sagen und zwei Stichworte, die ich mir aufgeschrieben habe. Und du kannst, wenn du bisher noch kein Gefühl hast für eine Karte, einfach schauen, ob du dann ja noch mal mehr Zug verspürst zu einer bestimmten Botschaft. Wir haben hier links die Rune, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ansus. Und da geht es um Empfangen und Beginnen. Wir haben in der Mitte die Rune Dagalas und es geht um Befreiung und Erwachen. Und wir haben rechts die Rune Fehu und es geht um Erfülltsein und Wertschätzen. Und ich würde sagen, ich drehe jetzt die drei Karten um und wir schauen, was noch für eine Botschaft dahinter steckt. Und ja, ich lade dich, wie gesagt, ein, immer in deinen Herzraum reinzuspüren und zu schauen, was dir dein Herz jetzt für Ideen gibt und wo es einfach in Resonanz ist. Entweder weil es sich weitet oder weil es vielleicht auch ein bisschen eng wird und du merkst, da darf jetzt Weitung kommen. Ja, da will sich jetzt etwas bewegen, damit es sich weiten kann. Also, dann gehen wir mal zur Rune Ansus. Es geht um Empfangen und Beginnen. Und die Karte sagt, die Liebe vermag alles. Die Liebe kann alte Wunden heilen und schenkt das Gefühl, geborgen, wertvoll und wichtig zu sein. Hier geht es wirklich darum, dass in einem bestimmten Lebensbereich, und jetzt mit meiner Vorrede, bist du vielleicht schon auch wirklich innerlich dahin gekommen, dass du weißt, was ist das jetzt auch für ein Bereich für dich, der gerade ansteht, dass du dich in diesem Bereich für die Liebe öffnest. Die Liebe will in diesem Bereich jetzt zu dir kommen, sich dir zeigen. Ja, vielleicht klopft sie sogar schon an die Tür. Es könnte jetzt zum Beispiel auch für Singles bedeuten, dass du mal wirklich schaust, ist denn dein Herz, ist denn dein Geist offen für die Liebe, für eine neue Begegnung? Das könnte jetzt wirklich der Hinweis sein, dass die Liebe vor deiner Tür steht. Ja? Die Liebe kann alte Wunden heilen und schenkt das Gefühl, geborgen, wertvoll und wichtig zu sein. Hier geht es auch darum, sich in einem bestimmten Lebensbereich der Liebe zu verpflichten. Ja? Damit zu beginnen, die Liebe an erste Stelle zu stehen. Handle aus Liebe, gehe in Liebe, gehe für die Liebe. Mach die Liebe zu deiner ersten Priorität. Ja? Also hier gibt es zwei Möglichkeiten. Einerseits der Hinweis, die Liebe will zu dir kommen. In welchem Lebensbereich? In welchem Lebensbereich willst und darfst du jetzt Liebe empfangen? Und da auch zu schauen, bist du innerlich auch wirklich bereit? Und wenn du merkst, da gibt es noch Muster in dir, die noch so ein bisschen sich da blockierend davor setzen, ohne Schuldgefühl, sondern ganz entspannt dahinschauen und zu sagen, okay, und ich möchte jetzt da Liebe empfangen, ich bin bereit und ich werde jetzt alles dafür tun,
um meine Herztüren und auch meine geistigen Türen zu öffnen, um die Liebe ja wahrzunehmen und auch zu empfangen. Und der zweite Hinweis hier, setze die Liebe an erster Stelle in einem bestimmten Lebensbereich. Und ich denke, wenn das jetzt die Botschaft für dich ist, weißt du, in welchem Lebensbereich es, also wo, ja, wofür das jetzt bestimmt ist, ja, wo die Liebe an erster Stelle gesetzt werden will. Wenn du die zweite Rune hast, Befreiung, Erwachen ist deine Botschaft, sprich die Sprache der Liebe. Liebevolle Worte haben die Kraft, Leben zu verändern und auch deins. Hier kommt mir das Wort Mut. Du bist hier auf der Welt, um für die Liebe zu sprechen. Du wirst gebraucht, um Sprachrohr der Liebe zu sein. Auch hier, egal ob es jetzt um Beruf geht oder Privates, es ist deine Berufung, Sprachrohr der Liebe zu sein. Hier geht es darum zu schauen, wo hast du dir in der Vergangenheit vielleicht verboten, deine tiefste Herzenswahrheit auszusprechen. Ja, vor uns habe ich das Wort gesagt, Verrat. Wo hast du dich vielleicht verraten? Ja, nicht böse gemeint, nicht im Sinne von Schuld, sondern im Sinne von, weil du früher so am besten mit Situationen umgehen konntest oder Beziehungen halten konntest. Diese Karte sagt dir jetzt, du bist bereit, diese alten Verratensmuster abzulegen. Du bist sicher, du bist safe und das Universum will dir sagen, ich brauche dich. Ich bin vielleicht ein großes Feld der Liebe, ich als Universum, aber ich brauche dich und viele andere, um in meinem Sinne zu sprechen und um auch das kollektive Bewusstsein von uns Menschen weiter anzuheben. Du wirst gebraucht in deiner inneren Wahrheit. Ja. Liebevolle Worte haben die Kraft, Leben zu verändern, auch deines. Sprich die Sprache der Liebe und sei Sprachrohr der Liebe. Befreie dich von allen Mustern, die dich davon abhalten, personifizierter Ausdruck der Liebe zu sein. Ja, und erkenne, dass das deine heilige Aufgabe ist. Wenn du die dritte Rune hast, Fehu, dann geht es um Erfüllung und also erfüllt sein und Wertschätzung. Und deine Aussage ist, handle so, als ob dein Partner da wäre. Gleich, ob du jemanden in deinem Leben hast oder nicht, handle so, als sei er sie schon da, sodass du ihn sie in allen Dingen mit berücksichtigst. Die Liebe will dir sagen, dass sie bereits da ist, und zwar ganz tief in dir drin. Du bist vollständig. Du bist komplett. Alles, wonach du dich sehnst, ist in deinem tiefsten Herzkosmos bereits da. Wende deinen Blick von Mangel hin zu Fülle. Schau dahin, was bereits da ist, und hege und pflege die Fülle in dir und um dich herum. Wie ein Garten. Wie ein Garten, den du unendlich liebst. Gleich, ob du jemanden in deinem Leben hast oder nicht, handle so, als sei er sie schon da, sodass du ihn sie in allen Dingen mit berücksichtigst. Die Liebe ist bereits da. Stelle dich unter ihre Fittiche und stelle dich ihr zur Verfügung. Grabe in deinem tiefsten Herzraum. Die Liebe ist bereits da. Ja, ihr Lieben, und mit diesen Worten mag ich euch jetzt in die weitere Woche schicken. Jetzt unabhängig von den Dingen, die so gesagt wurden, glaube ich, ist mein Anliegen, einfach nur dir zu sagen, dass in dieser Woche die Energien so intensiv sind, in Bezug auf Thema Liebe, dass es wirklich, dass da wirklich Licht hingebracht wird. Und dass es sein kann, dass dir in dieser Woche sehr stark auffällt, wo du vielleicht noch nicht in der Liebe bist oder wo es noch mehr Liebe braucht in deinem Leben. Wenn dich das vielleicht verunsichert, schau bitte das Monatsorakel an. Ja, in dem Monatsorakel
sind nochmal wichtige Hinweise zur Gesamtenergie dieses Monats. Wisse, dass hier alles, was jetzt auch in dieser Woche als Grundenergie so da ist, das macht einen Sinn. Vielleicht weißt du nicht immer in jedem Moment, gerade wenn vielleicht auch Schmerz da ist oder so ein bisschen Unsicherheit da ist, was der Sinn ist von dem, was da gerade aufploppt. Ja? Aber wisse, was auch immer für Themen diese Woche kommen, für Erkenntnisse diese Woche kommen, sie machen Sinn. Und es geht darum, dass die Liebe noch mehr, noch tiefer, noch stabiler in dein Leben kommen will. Die Liebe will dich und dein Leben durchfluten. Die Liebe will alle deine Themen durchfluten. Die Liebe will in jedem deiner Themenbereiche sein und Priorität sein. Und es ist zu leicht zu sagen, ja, und in dieser Woche wird alles gut. Es kann sein, dass es in dieser Woche auch darum geht, nochmal den Schmerz zu spüren in den Themenbereichen, wo Liebe noch keine Priorität hat. Warum auch immer. Es geht nicht um Schuld, sondern es geht um einen Bewusstseinsprozess. Und ihr wisst ja, ich spreche sowieso aus der Perspektive des Gelingens. Wenn das jetzt schon hier in den Karten liegt, wenn das schon jetzt ein Thema ist, dann heißt es auch, das wird uns gelingen. Ja. Vielleicht bedeutet das für den einen oder anderen von uns, dass wir auch nochmal durch Themen durch müssen, um uns Dinge anzuschauen, um nochmal hinzuschauen, wo fehlt es noch an Liebe, an echter Liebe. Aber am Ende, und das kann ich euch sagen, am Ende wird die Liebe siegen.